Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal Mi Vida Teneriffa, mein Leben auf Teneriffa. Heute gehen wir mal durch die Bananenstraßen. Teneriffa ist ja nun eine Bananeninsel mit ganz viel Bananenanbau und das ist ein typisches Bananenanbaugebiet. Im Norden der Insel, ihr seht noch keine Bananen, genau das ist das Typische. Vorne oben seht ihr ein paar. Die sichern die Bananen mit Mauern ab. Nebenbei der so natürliche Himmel, alles ganz natürliche Wolken, also früher waren es Wolken, heute sind es so Gemälde im Himmel. Da seht ihr jetzt Bananen, einen schönen Überblick. Eine Bananenplantage, ich kann hier mal durchgucken. Meerblick, alles abgesichert und die machen das hier immer im kleinen Betrieb, sind einzeln unterwegs zur Pflege der Plantagen, zum Ernten. Die sind oft in Kooperation zusammengeschlossen. Die teilweise kontrolliert sprühen, dürfen also nicht wie wild ihr Gift versprühen, sondern es wird alles notiert, so wie das hier jetzt auch. Finca de Producción Controlada. So, und hier habt ihr jetzt einen richtig schönen Blick. Über die Bananen, alles Bananen, unten das Meer, traumhafter Meerblick. Die Straßen sind relativ breit. Weil hier schon auch mal einige LKWs durch die Gegend fahren. Und ihr seht auch, so idyllisch ist das gar nicht, weil man immer nur Mauern sieht. Ich zepp euch hier nochmal rein. Dann haben sie oft so Plastiktüten um die Bananen rum. Ich habe gedacht, das wäre, damit sie schneller reifen. Aber ein Anbauer hat mir gesagt, ist, damit die nicht dreckig werden. Ihr könnt an, wenn man hier weitergeht, kommt man irgendwann beim Meer an. Liebe Grüße von Teneriffa, eure Kirsten.